So, weiter geht's. Ja, wir bleiben bei dieser Gruppe erstmal. Und Feuerfälle gibt's noch hier. Wir waren schon. Waren wir in dieser Brücke schon? An der Brücke oder so? Ich glaube nicht. Das ist ein anderer Weg in die Stadt rein. Wenn wir in die Schwarzauen gehen, dann von oben dann runter gehen. Ginge das? Gucken wir das mal kurz aus. Yeah. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass man sozusagen viele Gegenden nochmal besuchen muss, um dann von hier, keine Ahnung, zum Beispiel nach unten zu gehen. Weil wir haben ja jetzt, lass kurz mal die Weltkarte anschauen. Die Schwarzauen haben wir in Richtung Norden und mal ganz gar nicht, waren wir auch schon Richtung Westen und Osten sozusagen schon ergründet, aber wir kamen noch nicht hier zu dieser Brücke. Warte mal. Das muss weg. Jetzt kann man die besuchen. Wunderbar. Ja, da würde ich gerne hin. 12 Stunden, da waren wir, glaube ich, nämlich noch gar nicht. Wir sind immer von der südlichen Brücke nach Trutzbucht hineingereist. Mal schauen, ob wir hier interessante Charaktere haben oder jemanden, der uns umbringen möchte. Letzteres schon. Handwerkshalle wurde abgeschlossen. Das freut mich sehr. Wollen wir gleich mal die nächste bauen oder das nächste interessante Projekt fertigstellen. Wir hätten die Türme. Nette Idee. Oder ein Labor. Kostet gerade mal einen Tag. 600. Komm. Schnell gemacht. Wir nehmen den Kram mit, inklusive das Adra und natürlich auch das hier. Was immer es auch sein mag. Frühlingsbeeren, wie schön. So. Lass uns gleich mal der Spur der Frühlingsbeeren folgen und schauen, was wir hier so finden. Einen weiteren Xaurubscher-Nützler. Das ist ja dumm für dich. Nee, wollen nicht dahin laufen, wollen nicht umbringen. Einer ist gelähmt. Unangenehm. Aber nicht von langer Dauer. Ja, auch da nehmen wir den ganzen Kram wieder mit. Ah ja, und wir haben hier was Interessantes. Ein Lager. Ist noch was anderes hier? Nein. Ein Töpfchen. Mit Campingbedarf, einen guten Kriegsball, etwas Geld. In Ordnung. Hör mal auf zu schleichen. Wir rasen durch den Wald wie Derwische. Scan-Knochen, okay. Hier geht's offenbar weg. Vanessa Smedley und Lars Nilsson haben Pillars of Eternity offenbar unterstützt. Das freut mich sehr. In Ordnung. Ist sonst noch irgendwas Interessantes vielleicht? Ja, weitere Xaurips, 2 Stück. Verteilt hier irgendwas Gutes, irgendwas Interessantes hier? Vielleicht kann ich mal kurz meine Wahrnehmung erhöhen. Sperrmodus kann im Kampf nicht verwendet werden. Ja, mache ich gleich. Ich nehme erstmal das Geld. Bin ich immer schnell im Modus? Nein, bin ich nicht. Keep an eye out. Ist hier irgendwas Interessantes? Vielleicht nochmal speichern. Eine tote Kuh. Admetswirt. Okay. Ah ja. Ein Troll. Guten Tag. Ich denke wohl, den werden wir doch ganz gut niederringen können mittlerweile. Hast noch nur 3 Pünktchen. Und daraus wurden nun 2. Einer. Nee, doch nicht einer. Ah, du hast eine Wunde bekommen. Ganz günstig. Dann mach er bitte. Noch eine? Nein. Und das war's mit dem Troll. Sure. Nein, nein, geh mal kurz beide weg. Ich will mich deine Trollhaut aufsammeln. Okay, man könnte noch hier rausgehen. Nur mal aus Interesse. Ich glaube, hier könnte mich noch was sein und hier könnte mich auch noch was sein. Ich würde mich ganz gerne mal hier in Richtung Westen gleich mal begeben, aber vorher würde ich ganz gerne noch sehen, ob es hier noch was anderes gibt. Das tote Vieh ist doch schon auffällig. Wir haben doch schon mal irgendwo in einer Ortschaft hatten wir doch schon mal das Problem, dass wir, was ist das denn, Blutstein oder sowas? Ja. Dass wir irgendwie verdorrtes Feld oder sowas hatten, Missernten. Maden wimmeln in den Eingeweiden des Hirsches herum. Ein Tier kann es nicht gewesen sein, weil ein Tier hätte die anderen Tiere gefressen. Vielleicht so eine Art tollwütiges Tier. Wo geht's hier hin? Zu einer weiteren Pflanze, okay.
So, hier ist auch mal so eine Art Steinbruch. Oder eigentlich nicht Steinbruch, aber zumindest eine Klippe. Warte mal, nur aus Interesse. Ich werde kurz mal speichern und kurz mal gucken, ob ich hier irgendwas... Ne, wenn ich hier südlich, westlich rein rausgehe, komme ich nur zu Anslogs Kompass. Das ist mir tatsächlich egal, deswegen... Das heißt, wenn ich östlich rausgehe, würde ich wahrscheinlich auch nur zu... östlich kann man mal probieren, wo auch immer hingehen. Vielleicht zu Cat Nu, aber... Aber naja, gut. Das können wir zum Schluss machen. Ist hier jemand Interessantes? Irgendwas, was etwas Auffälliges vielleicht? Hier, guck mal, Peregund. Verdammte Plünderer, die haben keine Lust, hier eine anständige Arbeit zu suchen. Verdammtes Pech, murmelt die Frau, als sie mit ihrem Fuß in die Erde tritt und dadurch einen Erdklumpen umdreht. Als sie dich näherst, zucken ihre Ohren, worauf sie sich umdreht, um mich zu begrüßen. Heil, Reisende, sagt sie, begleitet von einem halbherzigen Winken. Die Brücke nach Trutzbot ist außer Betrieb. Wenn du dorthin unterwegs bist, musst du eine andere Route suchen. Wodurch wurde die Brücke eigentlich zerstört? Der Fluss ist aufgrund all der Stürme ziemlich angestiegen. Hier bei der Flussenge haben die Fluten den größten Schaden angerichtet. Die Orlanerin verschränkt die Arme, während sich ein Stirnrunzeln auf ihr Gesicht breit macht. Hier wohl nicht so gebaut, dass das Zeug auch ein bisschen hält, was? Einen der Steinsäulen ist während einer Blitzflut eingestürzt, worauf der gesamte Mittelteil der Brücke hinaus ins Meer gerissen wurde. Die Matmer-Brücke war die direkteste Route von Goldtal nach Trutzbucht. Händler und Reisende müssen jetzt mit Booten übersetzen oder einen mehrtägigen Umweg um die Bucht herum einplanen. Deshalb habe ich auch meinen Fährdienst begonnen. Ich dachte, ich könnte mir etwas verdienen und anderen bei der Überquerung der Bucht helfen. Peregrund schüttelt den Kopf und als sie spricht, zucken ihre Ohren. Und das war ein größerer Fehler als meine Liebschaft mit einem Medium. Warum denn? Ich versuche, ein paar schnelle Kupferstücke zu machen, aber sie beißt sich auf die Unterlippe und ihr Gesicht wird rot vor Wut. Wieder mein verdammtes Pech. Die verdammte Strömung warf meine Fähre auf die Felsen, zerschmetterten sie zusammen mit meinen Gewinnen in kleine Stückchen. Ich versuchte ein paar schnelle... Also... Als ich an der Küste umherstreifte und nicht gesunkene Frachtkisten zu bergen, wurde ich zu allem Übel auch noch zwei Plünderer angegriffen. Sie stampften mit einem Fuß auf den Boden. Diese verdammten Briganten besaßen die Freiheit anzugreifen. Ich konnte ihnen unverletzt entkommen, aber jetzt haben sie mit Gewalt alles gestohlen, was von meinem Vermögen übrig ist. Sie äugt dich einen langen Augenblick lang an, während sie ihr Kimm in der Hand umfasst. Ach, weißt du, du siehst auch so aus, als würdest du dich gegen diese Plünderer viel besser schlagen als ich, alte, kleine Frau. Könnte ich dich zur Unterstützung anwerben? Ich werde mir das mal ansehen, warum eigentlich nicht. Peregrund lächelt breit, worauf sich ihre Ohren aufstellen. Danke, diese Schläge haben meine Sachen sicherlich total durcheinander gebracht, aber vielleicht kann man noch was davon retten. Wie kann ich euch noch nach Trutzbruch gelangen? Da die Brücke zerstört wurde, wäre es wohl das Beste, dem Fluss Richtung Norden zu folgen. Du wirst den Fluss weiter flussaufwärts überqueren können, aber du hast einen langen Weg vor dir. Ja, wir waren ja schon in Trutzbucht. Schauen wir doch mal an, was die Plünderer so... zu der Geschichte zu sagen haben. Ich nehme mal an, jetzt geht hier runter. Ich gehe mal hier runter. Ein Plünderer, tatsächlich. Was wäre Plünderer Nummer 1? Und das wäre wohl Plünderer Nummer 2. Das wäre ja einfach. Wir nehmen erstmal alles mit, was ihr habt. Das scheint nicht besonders viel Interessantes zu sein. Das ist, glaube ich, Blutmoos oder sowas. Genau. Gehen wir direkt mal wieder hoch. Wenn das die beiden Plünderer waren, war das, glaube ich, einer der schnellsten Aufträge, die ich jemals hier in diesem Spiel ausgeführt habe. Ach, da bist du. Achso, ich bin immer noch dabei. Okay. Es waren also wirklich nicht nur zwei Leute, es waren offenbar mehr. Wollte gerade sagen. Ich nehme an, die werden da unten so ein Lager haben oder die werden irgendwo am Fluss sein mit den Kisten, schätze ich mal. Und der Fluss ist sicherlich hier. Kurz mal gespeichert, für den Fall, dass der Kampf total abartig wird. Aber ausgehend von den beiden Plünderern eben, glaube ich das nicht. Nicht wahr, Hanwen? Um das durchweichte Holz des Schiffswracks herum haben sich Männer und Frauen versammelt, die inmitten des Treibholzes und der Trümmer schlammiges Tafelsilber, verschimmelte Kleidung, angeschlagene Töpferwaren und alles andere aufheben, das sie sehen. Als du dich näherst, richten sich alle Augen auf dich. Die Gruppe tauscht nervöse Blicke aus, bis letztendlich eine Frau in schlammiger Kleidung vortritt und zu sprechen beginnt. Wo sind Bretal und Teran, will sie wissen. Sie sind eben erst diesen Weg entlang gegangen und wir hörten Kampfgeräusche. Während sie auf eine Antwort wartet, kneift sie die Augen zusammen und führt eine Hand zum Messer in ihrem Gürtel. Wer? Sie haben uns angegriffen, wir handelten in Selbstverteidigung, ganz genau. Du hast sie umgebracht? Du siehst, wie Hanwen Tränen in die Augen schießen, bevor sie ihr Gesicht in ihren Händen vergräbt. Die Männer und Frauen um sie herum gehen einen Schritt zurück und betrachten dich vorsichtig. Hanwen schaut auf und wischt sich die Augen ab. Du sprichst von Selbstverteidigung. Nun, wir verteidigen uns gegen diesen Sturm.
Sie erhebt die Stimme und ihr Gesicht rötet sich vor Erregung. Die Fluten haben unseren ganzen Bauernhof zerstört und uns ist nichts geblieben. Gar nichts. Nichts zu essen. Kein Dach über den Kopf. Und jetzt sind auch noch meine Cousins tot. Ja, sie haben mich angegriffen. Was willst du erwarten? Sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Wir möchten nicht gegen dich kämpfen. Wir haben schon genug verloren. Bitte lass uns einfach in Ruhe. Ich kam hierher, um verschwundene Fracht aufzuspüren. Wir hielten deine Cousins für Plünderer. Sie blinzelt ungläubig. Plündern? Aber das hier ist ein Wrack. Welchen Wert könnte es schon haben? Alle Männer und Frauen wenden sich ihr mit ängstlichen und besorgten Gesichtern zu. Bitte, wir brauchen diese Vorräte wirklich dringend. Der Sturm hat uns alles genommen. Wir möchten ja nichts stehlen, aber wir sind bettelarm. Sollen wir diese Waren einfach auf den Grund des Flusses sinken lassen? Ungeachtet eurer Not stehlt ihr hier von Peregrund. Euer Unglück tut mir leid. Kann ich euch denn helfen irgendwie? Vielleicht könntest du dir der Händlerin berichten, dass du außer Treibholzstücken nichts gefunden hast. Für sie wird es dann so klingen, als hätte der Fluss alles fortgespült. Davon abgesehen, wie viele Kupferstücke könnten sie schon mit dem Verkauf dieser verrotteten Kleidung und beschmutzten Waren verdienen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Tatsächlich alles für keinen so schlechten Kompromiss. Danke. Sie seufzt und wischt sich Schweiß von der Stirn. Du bist das erste Gute, das uns seit langer Zeit widerfahren ist. Hanwen schnippt mit ihren Fingern einen ihrer Kameraden zu und deutet auf einen Haufen in der Sonne trockener Vorräte. Wir haben zwar nicht viel, aber bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Und dieser Haufen besteht offenbar aus 324 Erfahrungspunkten. Ich kehre zu Peregrund zurück. Was haben wir denn hier noch? Achso, wir haben da noch was. Stehlen ist gut. Von wem denn? Peregrund wahrscheinlich. Das ausgefranste Seilende treibt im Fluss. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Flussschilf mit. Ich habe gerade Flussschild gelesen, aber kommt das Gleiche raus. Und vielleicht kann man sie ja ein bisschen entschädigen. Wir sind ja auch eine gütige Herrscherin. Das ist ja alles mehr oder weniger, oder vieles davon ist ja auch unser Besitz hier. Beziehungsweise tun wir mal so, als wäre es unser Besitz. Und ich glaube, so ist dann beiden geholfen. So ein bisschen. Peregrund. Als du dich näherst, springt Peregrund auf die Füße. Meine hilfsbereite Fremde kehrt zurück. Konntest du schon etwas finden? Selbst wenn du nur noch Treibholz gefunden hast, allein zu wissen, dass diese Plünderer bekommen haben, was sie verdienten, würde mir schon die Stiefelhosen anfeuchten. Ich habe das Wrack durchsucht, aber nichts Rettenswertes gefunden. Den Rest muss das Wasser fortgespült haben. Peregrund tritt ihre Fußspitze mehrmals in die Erde. Das hatte ich fast erwartet. Naja, trotzdem danke für deine Unterstützung. Jetzt muss ich mir wohl überlegen, wie ich mir meine Investition zurückholen kann. Sie hört endlich auf, mit ihrem Fuß auszutreten und stößt einen langen Seufzer aus. Danke, dass du es probiert hast. Wenn du mal wieder ein Trutzbuch bist, dann schau doch in mein Geschäft vorbei. Ich kann jeden Kunden gebrauchen. Tja, gerne. Wo immer Peregrund auch sein oder beziehungsweise ihr Geschäft haben mag. So, wir speichern das Ganze mal. Ich glaube, sie wird nicht unbedingt am Hungertuch zu nagen haben, wenn sie in Trutzbuch noch ein Geschäft hat. Während die anderen offenbar größere Probleme hatten. So, schau doch mal an die Brücke. Sidi Exa, okay. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen dir zu rufen. Kurz, bist du ein Bäcker oder bist du... Du bist golden, deswegen bist du ein Bäcker. Okay, wir speichern das Ganze mal. Schleichen total cool. Gucken, was da drin ist. Nur ein bisschen essen und trinken. Nee, kannst behalten. Die Brücke sieht noch recht intakt aus. Oh, und wir haben ohne groß zu schleichen, haben wir was entdeckt. Schriftrolle des Mals der Natur, nimmst du mal bitte. Und den Rest du. Okay, ansonsten ist hier wohl nichts zu finden. Ich würde aber ganz gerne mal hier in Richtung Osten aufbrechen, um rauszufinden, ob wir hier noch irgendwas finden können. Mal kurz einen schnellen Modus aktiviert, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Warte mal, hier waren wir ja schon. Kann man hier nicht? Ah ja, kann man. Okay. Speichern. Und mal schauen, ob wir hier noch was anderes finden, außer Kehrt nur. Nein, hier ist offenbar nichts. Aber den Feuerfällen waren wir, glaube ich, noch nicht. Waldlandebene hätten wir, glaube ich, schon mal. Schau uns aber mal die Gegend an. Feuerfälle interessieren mich da doch mal. Die ganz kleinen Ortschaften und Gelände so um Trutzbucht herum. Gefolgsmann Zahltag. Insgesamt 200 Kupfermünzen bezahlt. Gerne. Oh, wir haben einige Ereignisse. Zahltag, okay. Der Sicherheitsleute berichten, dass Schatten und Waldlauerer die Festung in 3 Tagen angreifen wird. Angreifen werden wahrscheinlich, okay. Mein Labor wurde fertiggestellt und Dunrüt Psion ist angekommen und sucht nach Arbeit. Beinahe wurde er auf der Straße von Räubern überfallen. Doch deine Patrouille konnten einschreiten. Dann schaue ich doch mal. Ringfinger rückrufen, nein. Angriff beenden, mache ich einen Tag. Oh, ein Tag. Das ist ganz schön. Wir müssen bald wieder zurück, offenbar.
Und wir bauen mal wieder etwas an unserer Festung aus. Türme. Ach komm, ich gucke mir die ganze Zeit schon Türme an und nehme sie nie, beziehungsweise baue sie nie. Mach was aber mal jetzt. What the fuck? Vielleicht speichern wir vorher, bevor wir mal da Dummes tun. Oder wir greifen dich so an. Okay, Wunden haben wir schon mal. Wie schön. Ah, Jungdrache ist offenbar noch halbwegs zu besiegen. Okay, es klappt halbwegs. Übrigens könnten wir alle mal angreifen und nicht einfach nur eine gewisse Anzahl. Ah, das machen alle, okay. Sieht nur teilweise so statisch aus. Und du bist doch gleich tot. Jawoll! What the fuck? Das ist mal eine geile Sterbeanimation. Nicht einfach nur, also Respekt dafür für die Animation der Tiere und so weiter. Finde ich sehr gut. Und wir nehmen deinen Jungdrachenklau mit. Vielen Dank dafür. Und dann kann ich jetzt nochmal relativ beruhigt will ich nicht sagen, aber ich kann zumindest diesen nächsten Drachen angreifen. Oh, the fuck. Das ist natürlich nicht mehr so geil. Du greifst erstmal ihn an. Du, ihr seid wahrscheinlich gegen Feuer ganz gut gesegnet, ganz gut gewappnet. Immun gegen bewegungsunfähig, Boden, Drachenatem, geschockt und verängstigt. Okay, das überrascht mich nicht. Was kannst du denn so bewirken? Kannst du die Leute verwirren? Mach erstmal. Was ist das denn? Maurix, sich windende Tentakel. Ja. Auf ihn vielleicht? Auf ihn da? Hi. Gut, Arlott ist fast tot. Ganz hervorragend. Dann mach du aber kurz einen Heilkreis. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gerade gut helfen wird. Genau. Nachdem du diese fantastischen Tentakel gewirkt hast, oh, einer ist schon tot, kann das sein? Wunderbar. Ach, du machst noch was. Hast du mal deine Tentakel? Ah, dankeschön. Okay, dann hilf dir kurz mal selber. Du kannst schon mal ein bisschen rumtreten. Den da am besten. Okay, ach, du bist tot. Das ist natürlich nicht so gut. Du kannst noch niemandem so richtig helfen. Du kannst dir ruhig mal, warte mal. Schmelztiegel der Seele? Nein. Aber hier Angst und Schrecken. Gesprächspartner in der Ruhe los. Kannst mal wirken. Okay. So, wie sieht's denn aus? Der Drache greift die Tentakel an, das ist sehr gut. Bist du gerade gestorben? Nee, bist du nicht. Ich würde gerne mal deine Lebenspunkte sehen. Ah, du hast noch ziemlich viel, das ist eher schlecht. Dann lass uns alle bitte mal dieses Vieh angreifen. Ah ja, du bist auch schon fast tot. Vielleicht noch mit einem Tritt hinterher. Okay, der Drache ist offenbar Geschichte. Kommen wir zum nächsten Drachen. Meine Tentakel sind weg. Sehr schlecht. So, du kannst mal beginnen, ihn zu betäuben. Klappt bestimmt. Und du machst weiter. Okay, der nächste ist Geschichte. Und der nächste. Komm. Dass ich so schnell gegen Jungdrachen hier gewinne, gibt mir ein bisschen Mut für die unterirdischen Ebenen, wo noch so ein größerer Drache auf uns wartet. Obwohl er wahrscheinlich kurzen Prozess mit uns macht. Arlott, ach Gott, wir hätten doch Arlott mal verstärken können. Wir haben doch extra eine Fähigkeit für ihn gewählt. Wir sind doch auch doof. Ja, wir. Urflamme haben wir bekommen. Was ist das denn? Diese helle kleine Flamme flackert von magischer Energie. Okay. Nehme ich mal mit. Habe schon ordentlich Erfahrung gebracht, oder? Warte mal, kurz mal gucken. Und wie viel Erfahrungsprozent hat das denn gebracht? Bla bla bla. Junger Jungdrache aktiviert Atem. Okay. Bla bla bla. Hä? Wo ist denn? Bekomme ich keine Erfahrung dafür oder ist das irgendwie nicht mehr so in? Ja gut, offenbar habe ich schon zu viel Drachen getötet oder was. Gut, nehmen wir uns noch mit, was wir da haben. Siedlerpfeil, dann war es auch mal ein spaßiges Erlebnis. Was hast du so für Schaden erlitten gerade eigentlich? Geschwollenes Auge, minus 4 Wahrnehmung. Das ist natürlich nicht so geil, aber Herrgott. Speichern wir kurz mal. Und haben den nächsten jungen Drachen, natürlich. In dem werden wir hoffentlich mal so besiegen können. Komm, du hast noch 3, das passt schon ganz gut. Da kommt der Flammenatem. That's not very helpful. Ah. Jetzt mal darauf achten, ob ich sowas wie Erfahrung bekomme. Nee. Eher nicht.
Gut, dann nehme ich kurz noch deine Kralle mit. Hey. Und guck mal, was hier weitergeht. Eine geringe Flammenfäule. Oder meint der Flammensäule und ihr lispelt gerade? Was seid ihr denn für Leute? Xaurischer Münster, ihr habt auch mal kein Problem damit. Wahrscheinlich, weil ihr so auch drakonische Lebensform seid. Ich glaube, die Flammensäule wird, oder Flammenfäule wird größere Probleme bereiten. Okay, die Kämpfe sind teilweise doch recht einfach. Wir bekommen das Übliche, was wir erwartet haben, im Großen und Ganzen. Und offensichtlich ist das die Heimat oder ein Heimatflecken, sag ich mal, von drachenähnlichen Lebensformen. Sehr interessant. Kann man das hier nehmen? Ja, man kann ein Blümchen pflücken. Wunderbar. Pilgerkrone. Ein weiterer Xaurim greift an. Völlig in Ordnung. Ich wette, in der Mitte ist ganz schön viel krasser Kram. Komm, lass mal kurz hier genau. Du greifst mal ihn an. Wunderbar. Dann auf den da bitte. Alle. Jetzt auf den dort. Und das war's. Okay, Xaurim sind mir wirklich nicht gewachsen. Das kann man ruhig mal sagen. Danke dafür. Oh, warte mal, da ist noch was. I'm ready. Nein, ich will ja das da. Ganz genau. Das ist immer auch Plunder, den ich verkaufen kann. Ich gehe erstmal so ein bisschen außen drum herum, bevor ich mich der Mitte näher. Ich will sehr gerne wissen, was in der Mitte ist. Wahrscheinlich ein großer Drache oder sowas. Oh, das sieht aber sehr geil aus hier. Ein weiterer Jungdrache. Ist es wirklich nur einer? Finden wir es raus. Nein, es sind zwei. Okay, es sind natürlich mehr als zwei. So. Mal kurz deine Fluggeschosse schon mal. Du kannst übrigens mal ein bisschen um dich treten. Du erhöhst deine Verteidigung mal eben, weil ich glaube, du wirst gleich wieder angegriffen. Reißt es Enigmas? Nein, wo ist es denn? Arcana Schleier, genau. Oh, warte mal, wir brauchen Heilung. Heilung hast du gerade, sehr gut. Du heilst aber bitte selber. Vielen Dank. Drei Drachen sind vielleicht ein bisschen nervig. Lass uns kurz mal alle auf einen gehen. Das wäre super. Ja, auch du. Du betäubst ihn erstmal. Okay, jetzt tritt er weiter auf ihn ein. Und nochmal. Und nochmal. Okay, das wäre der erste, der gleich mal pulverisiert wurde. So, dann gehen wir mal auf dich, weil du gerade. Oh, wir gehen auf dich. Anders. Weil du gerade beim Allreißerrad so schön bei dir stehen. Allesamt angreifen. Let's go. Na, keine Wunden mehr. Überrascht mich gerade ein bisschen, aber okay. Die beiden Drachen dürfen keine so große Herausforderung mehr darstellen. Es sei natürlich, sie machen noch einen fetten Feueratem. Und nochmal. Und nochmal. Achso, du bist gerade auf dem Boden. Wunderbar. Aus der Luft getreten. Sehr gut, Ruisha. Keiner ist gestorben dabei. Dann hätten wir gern wieder die Klauen, ganz genau. Und auch hier deine komische Flammensäule. Und mehr Klauen. Okay. Wir speichern das Ganze. Und schauen gleich mal weiter. Admits Wirt. Mhm. Wir mischen gerade den Verteidigungsring um den vermutlichen Drachen auf. Bist du ein Kleindrache? Ja. Jungdrache, wunderbar. Ein paar Xaurus da hinten noch. So, auch du wieder. Achso, betäuben wir dich auch noch. Und weiter geht's. Aber wir treten nicht aus der Luft. Ein schöner Sprungtritt. Die junge Ruisha macht offenbar sehr viel Taekwondo. Na komm schon. Ach, ich weiß keine Wunden mehr. Na gut, dann lieber nicht. Weiter angreifen. Ist ja nicht mehr viel. Na komm schon. Und der Drache ist Geschichte. Bevor ich jetzt den nächsten da reinlaufe, den nächsten Kampf, möchte ich kurz mal abwarten, bis sie unsere Ausdauer wieder ein bisschen hergestellt hat. Insbesondere von dir. Okay, wir speichern und wir machen. Ach, warte mal, ganz kurz. Kannst du mal kurz hier ihn heilen? Und du kannst. Gerade mal. Ja, du kannst sie heilen. Das wäre ganz fantastisch. Vielen Dank. Ich nehme kurz mal einen Schluck Wasser.
warte ein bisschen, bis die Heilung wirkt. Weil die dauert ja irgendwie 30 Sekunden an oder irgendwas in der Richtung. Da kann man ruhig ein bisschen warten. So, jetzt speichern wir wieder. Hey. Und graufen. Wir greifen die Xaurops an. So. Wer bist du denn hier? Xaurop-Meister. Haha. Den lass erstmal außer Acht. Mach es auch kurz den Priester kaputt, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit bufft. Und der Meister wird auch nicht lange aushalten. Gegen mich. Ganz wunderbar. Dann pflücken wir noch ein paar Pilze auf. Oder Blutmoos. Und der nächste. Xauropo-Priester ist auch noch da. Danke, Xauropo-Priester. Schön, dass du da warst. Ah, da kommt schon der nächste angelaufen. Nehmen wir erstmal alles auf hier. Und greifen den nächsten Xauropo-Priester an. So, lass uns woanders hingehen, bevor jetzt noch 20 Hohepriester angelaufen kommen. Wir wollen ein bisschen plündern eigentlich. Nehmen die Klaue auf, nehmen den Stab und die Zunge auf. Und ich würde sagen, achso, in der nächsten Folge, es gibt keine nächste Folge mehr. Es gibt keine Mitte mehr, die wir noch nicht besucht hätten. In der nächsten Folge wollte ich nämlich ganz gerne mal in die Mitte gehen. Was wir jetzt offensichtlich sind. Gut, dann schauen wir uns kurz mal an, was wir hier noch haben. Der Tunnel erstreckt sich so weit in die Tiefe, wie das Auge sehen kann. Das kristallklare Wasser ist absolut durchsichtig. Na, hier wird bestimmt noch irgendwas Interessantes geschehen. Ist noch irgendwas hier zu sehen? Nee. Okay. Wo geht es denn hier hin? Auf der Karte ist... Ach, eine Höhle. Ah. Das ist doch mal interessant. Ich würde sagen, die schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bis gleich.